Was ich auf jeden Fall immer bei mir behalten würde aus meiner südafrikanischen Identität, ist, dass ich Südafrikaner bin. Wir sind laut, wir sind kontaktfreudig, wir sind temperamentvoll. Das kann meine Freunde von mir echt gut behaupten. Und ich finde, je klar möchte man sich in Deutschland integrieren, aber das heißt nicht, dass es auf eine unauthentische Art und Weise sein muss. Ich bin Vernon, 34 Jahre alt, komme aus Südafrika und mache momentan in Deutschland eine Weiterbildung im Projektmanagement und wohne in Deutschland seit ungefähr 10 Jahren. Vernon ist für die Liebe nach Deutschland gezogen. Inzwischen sind seine beiden Söhne schon in der Schule. Vernon, wie war das bei dir mit der Aufenthaltserlaubnis? Mein Visum war in Familienzusammenführung. Eine Voraussetzung für mein Visum ist, ein A1-Zertifikat zu absolvieren. Unter anderem zu schauen, dass man vor Ort dann auch eine Wohnung hat. Plant ihr auch eine Familienzusammenführung? Wichtig dafür sind mindestens 2 Jahre gesicherter Aufenthaltsstatus, ausreichend Wohnraum für eure Familie und dass ihr selbst für euren Lebensunterhalt sorgen könnt. Mehr Infos zum Antrag findet ihr unter dem Video. Ich habe zuerst, als ich mein Visum bekommen habe, erst ein Tourismusvisum gehabt. Da musste ich mich beim Rathaus melden. Dann habe ich ein Residenzvisum bekommen, also für 3 Jahre. Und danach habe ich dann eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Vernon steht vor einer großen Entscheidung. Soll er sich in Deutschland einbürgern lassen? Ich überlege es mir. Ich habe schon meinen Einbürgerungstest gemacht und bestanden. Einbürgerungstest? Dieser besteht aus 33 unterschiedlichen Fragen zum Thema Deutschland. Auf der Webseite des BAMF könnt ihr euch perfekt auf den Test vorbereiten. Den Link findet ihr unter dem Video. Viel Erfolg! Dass sich Vernon für eine Staatsbürgerschaft entscheiden muss, ist für ihn kein Problem. Wenn ich eine deutsche Pass beantrage, müsste ich dann meinen alten südafrikanischen abgeben. Also es ist kein alten, sondern meinen südafrikanischen abgeben. Ja. Wollt ihr noch mehr über Vernon erfahren? Dann klickt hier. Weitere Videos zum Thema findet ihr hier.